nicht mehr gekanntes Gefühl hier im Stadion. Aber jetzt hat es uns auch erwischt im vorletzten Heimspiel, die erste Heimniederlage dieser Saison. Die Glückwünsche gehen also an die andere Seite des Tisches. Ich begrüße Massimo Morales von den Stuttgarter Kickers und unseren Trainer Pavel Dotschev und darf unseren Gast um seinen Kommentar zum Spiel bitten. Guten Abend. Wir sind natürlich sehr glücklich über diesen Sieg, weil wir haben gegen eine sehr starke Mannschaft gewonnen. Wir hatten Münster schon ein paar Mal gesehen, auf Video, auch live. Wir wissen, diese Mannschaft ist hier keine Chance, vor allem zu Hause. Sehr erfahrene Mannschaft, sehr erfahrene Trainer. Also die Chance hier zu gewinnen war sehr, sehr, sehr klein. Deswegen müssen wir das Spiel vorbereiten, wie wir das gemacht haben heute. Also eine sehr kompakte und starke Defensiv und versuchen ein bisschen den Gegner zu stichen in unsere Kontraktion. Das ist zum Endergebnis natürlich gelungen, wobei klar der Gegner hat mehr Spielanteil, auch einige Chancen gehabt, wo die in Führung gehen könnten. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass meine Spieler das Kontrolle über das ganze Spiel verlieren. Auch bei der schwierigsten Phase des Spiels, auch gegen Ende, als wir schon in Führung waren. Und das Spiel war so in Anführungszeichen geplant. Ist uns gelungen. Natürlich sind drei Punkte, die sehr, sehr wichtig in diesem Abstiegskampf sind. Ich habe diese Mannschaft nur seit genau 27 Tagen. Das ist für einen Trainer, wie jeder weiß, keine Zeit. Und trotzdem, die Jungs sie arbeiten so fleißig und so konzentriert und so fokussiert, dass man kann nur stolz sein. Wir nehmen diese drei Punkte. Weiterhin viel Glück an Münster, weil ich glaube, wirklich eine tolle Arbeit geleistet bis jetzt. Vielleicht auch noch mit Aufstieg. Ich will den Münsteraner gönnen. Und ich nehme mir heute diese drei Punkte mit ein bisschen Glück, was mir vor 9 Jahren gefehlt hat, als ich mit Fortuna hier gespielt habe. Aber sehr unglücklich verloren damals. Aber Fußball ist schön. Mal gibt, mal nimmt. Auch gegen Pavel mal knapp verloren, dieses Mal gewonnen. Aber es ist einer meiner Lieblingstrainer in dieser Liga. Also insofern, ich wünsche ihm wirklich viel Glück und dann danke. Danke sehr, Massimo Morales. Pavel Dotschev, bitte. Ja, ich glaube, jetzt das Spiel rückwärts gehen zu lassen, hat jetzt nicht so viel Sinn. Ich denke schon, dass sind sehr viele Emotionen dabei. Heute doch ein verlorenes Gefühl natürlich, hier zu Hause Spiel zu verlieren. Es ist sehr, sehr enttäuschend, weil wir uns sehr, sehr viel vorgenommen haben. Wir wussten schon, dass wir ein schweres Spiel haben werden. Das war uns schon alle bekannt und haben wir leider keinen Gegenmittel gefunden gegen diese kompakte Mannschaft von Stuttgarter Kickers. Aber das war nicht das erste Mal, dass wir zu Hause gegen kompakte Gegner zu tun hatten, defensiv ausgerichtete Mannschaft. Und wir haben heute kein Gegenmittel gefunden, wenig Spielideen, wenig auch Laufbereitschaft, auch über Außen bis zur Grundlinie zu kommen, auch mal Flanken zu schlagen oder 1 gegen 1 mit Tempo. Das habe ich vermisst. Und zu sehen, haben wir nicht so viele Torschancen ausgearbeitet. Nichtsdestotrotz denke ich mir, heute war auch der Beweis, dass Fußball manchmal auch brutal sein kann. Ich denke schon, dass wir diese Niederlage auf keinen Fall verdient haben. Und der Gegner kommt sozusagen einmal vom Tor abgefälscht, Schuss ausgekontert, abgefälscht, Nachschuss drin. Und dann stehst du da mit leeren Händen, es ist sehr, sehr brutal. Und ich denke schon, dass wir genug Chancen hatten, auch 1 oder 2 Tore zu erzielen. Heute musste einfach nicht sein. Meine Aufgabe ist jetzt, die Mannschaft aufzurichten, auch trotz dieser Niederlage. Ich denke schon, dass nur 6 Punkte zu vergeben sind. Und ich denke, auf sowas muss man sich eher konzentrieren. Wir haben jetzt in jetziger Situation gleich ganz klar, wir haben nichts zu verlieren. Wir haben momentan gar nichts mehr zu verlieren. Jetzt können wir befreit wieder Fußball spielen. Natürlich, letzte 2 Spiele in Erfurt und heute war so, dass ich mehr erwartet habe von Leidenschaft, von Emotionen. Das war ein bisschen zu wenig, aber jetzt in den letzten 2 Spielen müssen wir das umstellen und besser machen. An meinen Kollegen, ich glaube, wenn weiter so geht, natürlich, Klassenerhalt ist absolut sicher, weil die Mannschaft toll gekämpft hat von Stuttgart. Alles Gute, Dankeschön.